Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Wir haben das letzte Mal nach Diamanten gesucht, haben die Blut wie heißt es schon? Blood Knight überlebt und so weiter. Und jetzt beginnen wir dann mit dem Hausbau. So, hier noch so einen, den können wir kaputt machen, ja, bekommen Cotton raus, okay. So, machen wir mal den Start fürs Haus. Ja, ich denke hier irgendwo, also hier so. Ja, so. Müssen wir hier der Teil ein bisschen niedriger machen. Und dann schönen Einblick auf den komischen Berg da drin. Aber vor allem finde ich cool, dass hier ein See ist. Das ist ein wunderschöner See. Man sieht es auf der Minimap. Eine gute Form. So. Hier haben wir so viel Platz zum ein Haus bauen. Finden wir aber mit dem Haus ein bisschen klein. Nicht schon so riesig machen. So, haben viel Erde abzutragen hier. Aber flachere Gebiete finden wir eigentlich gar nicht. Was das schon fast zu optimal. Guten Zeiten für uns. Ah, bekommen wir hier viele Setzlinge noch über. Nett, nett. So. Also. Ah, ist eigentlich relativ gut hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja. 16, 17, 18, 19, 20 machen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. 10 mal 20 ist gut. Brauchen mehr Holz natürlich. Da können wir gleich hier den Wald ein bisschen wegmachen, damit wir auch hier die Sicht haben auf den See. So, recht viele Holzblöcke an diesem Baum. Ab da bekommen wir immer sehr viel Holz über. Das ist sogar. Das sind meine absoluten Lieblingsbäume von Vanilla. Und ich dachte, das Holz ist natürlich viel schöner, als weil es so dunkel ist. Mag ich sehr. Es ist eigentlich so richtig alt. Es gibt immer so diese alten Holzhütten, die genau diese Farbe haben. Oder sogar noch ein bisschen dunkler sind manchmal. Hätte gerne noch ein dunkleres Holz. Aber so ist auch richtig fett hübsch. Gut. So, nochmals. So richtig schlecht bauen. Und das noch recht groß. So, leider schon wieder kein Holz mehr. Aber, wir brauchen eine bessere. Ah, wir haben ja eine, stimmt. Okay, gut. Genau, haben wir noch letzten Part gemacht.
So, nächster Baum kommt dran. Geht schon viel schneller so. Dann haben wir auch schnell eine Diamantspitzhacke verzaubert. Müssen wir nicht aufs Glück beruhen. Ich mag nicht so Glückszeug. So, noch einen. Dann müssen wir noch Birken, ja, sammeln. Oder, ich finde es zwar nicht so schön, das Holz für den Boden, aber ich mag helle Böden sehr gerne. Müssen wir schauen. Ja, vorläufig wahrscheinlich schon Birken nehmen. Weil die Mottbäume so noch nicht so auffindbar sind. Also, dann weiter. Mindestens am beiden Dach können wir dann nachher mit Schüssel und Kabel der Blocks arbeiten. Aber da müssen wir noch das Haus ein bisschen expandieren. Kabel der Blocks sind so extrem Rohstoff. Da brauchen wir viele, viele Rohstoffe. Das ist extrem. Die Tür. Gut. Da können wir da drüben auch die Tür über eine andere Tür machen. So. Dann können wir hier das ist gut so. Und das jetzt 3 sind hier. Müssen wir gut vermessen. Ich will sie nämlich nicht so nah aneinander machen. Machen wir 3 wieder. Das sind 4. Das sind 4. Okay. 2, 4. 2. Also 2 Blöcke, 4 Blöcke, 4 Blöcke, 2. So. Ja, hier machen wir keine. Sieht denn das schön aus? Sieht nicht so schön aus. Machen wir eine Fenster. So. Und hier wieder 2er Fenster. Ja, falsch. So. Also, dann haben wir schon mal das dunkle Holz fertig. Dann kommen wir zum hellen Holz, wenn wir geschlafen haben. So, schnell schlafen. Gut, hier nochmal die Pflanzen reinlegen. Ja. Und ja, nehmen eben die Birken. Die sind am schönsten bei denen, die wir jetzt so zur Verfügung haben. Müssen dafür dann
über den See. Allein hier haben wir ja nur einen. Können hier links herum um den See, um die Birkenbäume zu fällen. Wir brauchen schon recht viel. Ja, toll. Ja, ist egal. Wenn wir dann die fällen können, gehen die auch weg, die Blätter. Zum Beispiel hier. Oh, schön. Das sieht richtig schön aus mit dem hellen Grün. So. Ja, die gehen wieder weg. Gut. Gelbe Blumen. Hübsch, hübsch. Hier können wir auch etwas bauen. Ein Gewächshaus oder so. Ja, wir werden so viel mit am Pflanzen machen. Ich denke, ich mache Gewächshäuser für die tropischen Sachen und für die scharfen Sachen. Ja. So, wie viel haben wir? 46. Brauchen schon noch ein paar. Hier haben wir noch. Oh, hier haben wir gute. Aber die Schere haben wir nicht dabei. Machen eine neue. Sieht mal hübsch aus. Was ist das? Hellbauer Glyzie. So. Überall Birken. Noch zwei, gut. Ah, gelbe. So. Hübsch, hübsch. Ja, geht halt auch nicht ganz. Ah, der Mod denkt immer, ja, alle Bäume sind hier irgendwie zusammen. Die Grillen, die zirpen. Herum, die rum. Ja, schon ein angenehmer Mod. Viel besser als der Mole Creatures Mod. Da sind alle Monster zu laut. Oder zerstören die Gegend. Da gibt es nämlich auch so Trolle, die direkt, wenn ein Spiel in die Nähe kommt, einen Block hochwirft. Also ihn hochnimmt und dann wirft. Direkt auf den Kopf oder wenn er daneben trifft, auf die Erde und dann geht einen großen Ding kaputt. Im großen Umfeld gehen die Blöcke kaputt. Also nicht so schön. Wie der Wetter. Das ist völliger blöder Mob. Blödes Bossmonster. So. Und eine Schaufel. Gut. Schaufel wieder dorthin.
So, fast fertig mit den Booten. Ausheben und dann können wir die Birken Holzstücke reintun. Holzbretter. So. Oh, schön. Sogar ein bisschen Gras wieder. Nochmal ein Gras. Das ist falsch. Lieber Inventory Tweak, so wie das heißt. Ob es überhaupt das ist. Ich glaube, es ist das. So. Oh, jetzt habe ich da eben geklickt. Mache ich mir das seitwärts. Lalo, ich will nicht die Workbench. Ach komm, ey. Ja, wir brauchen mehr Holz. Ah, haben wir noch? Gut. Eben, wir haben ja genug gesammelt. Aber eben, da muss natürlich das Eichenholz zuerst mir also hinstellen. Damit wir ganz schön falsch hinsetzen. Falsches Holz hinsetzen. Na, sieht schon speziell aus, aber immerhin schön. So. Ja, danke. Sehr nett. Geht jetzt mal hier oben hin. Ah, genau, weil es wahrscheinlich oben ist, geht das dann als erstes auf die Taste, die ich benutze. Es wird sehr dunkel hier drin. Ich hoffe, es wird keine Monster spawnen. Nicht gedacht, dass es so schnell fertig wird, das Haus vom Rohbau. Weil ich wollte ja ein großes Haus bauen. Aber wollte auch in einem Part fertig werden, aber also ja, mit dem Rohbau fertig werden. Aber haben zu wenig Holz. Müssen da noch eins holen. Ja. Machen hier nochmals 4. Machen die Workbench eine Truhe. So. Okay, pflanzen die Ding hier hin. So. Und holen noch eine Birke, wenn wir noch eine irgendwo haben. Ja, die will ich jetzt nicht weg. Ja, müssen warten, bis es Tag wird. Also bis die spawnen. Nun gut. Okay, dann haben wir einen weiteren Part. Hier. Ist ein bisschen niedrig. Ja, nein, schon gut. Naja. Okay, dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Ich gehe jetzt schlafen. Ich bin müde. Und ja. Morgen dann wieder aufnehmen. Tschüss.